Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geno Solo. Es wird mal wieder Zeit für einen weiteren patron wunsch und diesmal fiel die Wahl auf Maximum Apocalypse. Dieses Spiel habe ich euch bereits in zwei Staffeln vorgestellt. Einmal über das Basisspiel hier oben rechts. Wer das verpasst hat, einfach nochmal draufklicken, könnt ihr euch die Videoserie anschauen. Des Weiteren auch über die Erweiterung Gothic Horrors habe ich direkt einen Playthrough gemacht. Auch hier oben rechts einfach draufklicken, kommt ihr zu dieser Staffel. Wer Maximum Apocalypse noch gar nicht kennt, dem empfehle ich auf alle Fälle, diese beiden Staffeln sich anzuschauen, denn alles, was Regeln betrifft, wird dort erläutert und hier in diesem Playthrough werde ich nur auf Regelergänzungen eingehen. Ungeachtet dessen habe ich beide Staffeln damals mit der englischen Version euch vorgeführt, da es zu diesem Zeitpunkt noch keine deutsche Lokalisierung gab. Jetzt über Grimmswire ist die deutsche Version erschienen, über die legendäre Box und hier sind alle Erweiterungen und alle Möglichkeiten, die dieses mit sich bringen enthalten. Es gibt noch ein paar kleine Ergänzungen, da komme ich aber dann später drauf zu sprechen. Okay, starten wir diese dritte Staffel von Maximum Apocalypse mit einem Szenario, was ich mein treuer Patreon Foodle gewünscht hat, mit zwei speziellen Charakteren und ein paar kleinen Varianten, die mir das Spiel auf alle Fälle nicht leichter machen werden. Was das im Detail sein wird, das werden wir jetzt gleich erfahren, denn jetzt beginnen wir mit dem Spielaufbau, den werde ich aber ganz kurz halten sodass wir heute auf alle Fälle noch ins Spielgeschehen einsteigen werden. Und da wünsche ich viel Spaß dabei. Starten wir das Setup mit der Auswahl unserer Überlebenden. Ich werde dieses Spiel mit zwei Charakteren spielen und die Wahl fiel dabei auf den Veteran und die Revolverheldin. Der Veteran mit Hund hat sein eigenes Kartendeck. Hinsichtlich der Gender-Variante gäbe es jetzt die Möglichkeit, einen weiblichen Charakter zu wählen, während auch die Fähigkeit ein klein wenig anders. Das Gleiche gilt für den Hund, gäbe es nämlich einen Schäferhund. Ich werde das Ganze aber hier für das Basisspiel nehmen mit der männlichen Version. Für die Revolverheldin ist das jedoch etwas spezieller. Im Maximum Apocalypse ist normalerweise ein Kartendeck des Revolverhelden drin und für die Gender Variante auch eine spezielle weibliche Karte. Egal mit welcher Variante, ob männlein oder weiblein ihr spielt, ihr habt immer das gleiche Kartendeck zur Verfügung. Über die Kampagne The Few and Cursed, was ein anderes Spiel ist, aber die Hintergrundgeschichte dieses Charakters ein wenig erzählt, gab es die Möglichkeit, ein extra Kartendeck zu Maximum Apocalypse zu erhalten. Und dieses Kartendeck ist rein für die weibliche Version der Revolver Heldin gedacht und deswegen auch vom Artwork hier hinten direkt dieser Charakter drauf abgebildet. Wer dieses Deck nicht hat, kann aber ganz normal die männliche Version dieses Decks spielen und hat dann entsprechend auch die weibliche Charakterkarte. Dazu. Wenn ihr euch diese beiden Karten anschaut, die aus der legendären Box und die mit dem Deck zusammen aus für und Curse, die unterscheiden sich ein klein wenig hinsichtlich der Aktion. Man muss ehrlicherweise gestehen, die englische Version ist diese Version der Karte, also nicht das, was hier mit Maxim Apocalypse geliefert worden ist, denn hier wird ihr Schaden, den sie austeilt, um 2 erhöht und hier wird ihr Schaden, den sie austeilt, um zwei erhöht, allerdings auch den Schaden, den sie bekommt. Und das ist hinsichtlich der Übersetzung auch die korrekte Version. Aber man kann auch die andere Version spielen, ist überhaupt kein Problem. Damit steht aber die Auswahl unserer Charaktere fest. Mal sehen, ob diese Kombination miteinander gut funktioniert. Als nächstes wählen wir das Szenario aus. Als Szenario hat sich fudel Triangulation ausgewählt. Ein schweres Szenario, doch es wird nicht dabei schwer bleiben. Wir werden das Ganze noch etwas herausfordernder machen mit ein paar zusätzlichen Varianten. Was das genau bedeutet, werden wir uns gleich anschauen. Als erstes, dieses Szenarios angelegt auf die Dinosaurier-Apokalypse. Bedeutet, wir werden auf dem Festland sowie auf der Insel es weitestgehend mit den Dinosauriern zu tun haben, die eine sehr spezielle Mechanik haben aber auch das werden wir noch kennenlernen. Doch es bleibt nicht bei dieser Apokalypse, es kommt nämlich noch eine weitere hinzu und das ist die Apokalypse des jüngsten Gerichts. Das heißt, Dämonen und Engel werden zusammen mit Dinosauriern uns das Leben schwer machen. Was das genau bedeutet, wie wir das Deck nachher zusammenstellen, vor allen dingen auch mit den Bossen, das werden wir uns gleich anschauen. Doch ich würde sagen, wir werfen erstmal einen näheren Blick auf unser Gebiet, was wir zusammenstellen müssen, denn wir haben eine eindeutige Aufgabe. Auf Festland und Insel, wir haben nämlich jetzt zwei voneinander getrennte Gebiete, werden Funktürme sein. Doch diese müssen wir reparieren. Die werden dann dargestellt über diese drei Zielmager. Gelingt uns dies, dann müssen wir nur noch zur Militärbasis zurück und dann hätten wir dieses Szenario gewonnen. Klingt erstmal von der Mechanik recht simpel, aber mal sehen, ob es am Ende wirklich so einfach ist. Doch wie erwähnt, ich würde sagen, schauen wir uns erstmal unser Gebiet an, denn dort werden wir schon die erste Veränderung hinbekommen hinsichtlich einer Variante erleben. Das Szenario besteht aus zwei getrennten Gebieten. Einmal das Festlandgebiet und einmal die Insel. Hier unten seht ihr schematisch, wie das Ganze dargestellt werden könnte. Ihr könnt das natürlich wieder zufällig gestalten und auch das Fahrzeug, mit dem wir ankommen, das kommt immer am Festland, kann an irgendeine Stelle angelegt werden. Wichtig ist jedoch, dass ihr die richtigen Teile den richtigen Gebieten zuordnet. Hier oben habe ich den Stapel zufällig aus allen Sachen herausgezogen, was diese Teile entspricht für das das Festland und hier für die Insel. Auf der Insel werden wir aber schon ein Tunnelteil offen platzieren, denn das wird die einzige Verbindung zwischen Festland und Insel sein. Für das Festland hingegen, da müssen wir den Tunnel erst finden, bevor wir zur Insel kommen. Es gibt ja zwei Tunnelteile und da die unterschiedliche Spawning Symbole werde ich ganz so mal zufällig gestalten werde. Dies für die Insel nehmen und dies dann für das Festland. Dies wird aufgedeckt sein, hingegen das wird verdeckt sein. Damit hätten wir jetzt alle Teile, die wir brauchen, um dieses Szenario zu spielen. Das Ganze soll aber ein klein wenig epischer ausgelegt werden, mit noch mehr Möglichkeiten und mit noch mehr Schwierigkeit. Und deswegen soll ich gemäß meines Patrons Fudle alle restlichen Teile, die dieses Spiel noch mit sich bringt, mitverwende und dies ist eine ganze Menge und in diesen Teilstapel werde ich jetzt gleichmäßig auf Insel und Festland ergänzend noch hier hineinmischen und dann bauen wir jetzt mal unser Szenario auf und das wird richtig groß werden. So sieht unser Szenario aufgebaut aus. Wir haben hier oben im Norden das Festland. Dort sind wir mit unserem Herr Bulli angekommen. Und wir haben hier das zweite Gebiet, die Insel. Und da habe ich den Tunnel mal genauso, wie es hier in dem Beispiel ist, an diese Stelle platziert. Für die anderen Teile weiß ich natürlich nicht, wo die einzelnen Orte sind. Welche Orte an welcher Stelle sind, ist auch nicht wirklich von Belang. Mit Ausnahme des Tunnels, den ich auf dem Festland finden muss, damit ich überhaupt zur Insel rüber kann. Des Weiteren die Militärbasis, denn das ist ja mein Ziel, wenn ich alle drei Funktürme repariert habe, dass ich dann dort zurückkehre. Die Funktürme, die werden wir darstellen über diese violetten Sterne. Und und da wird ein Funkturm auf das Festland platziert und zwei Funktürme auf die Insel, wobei die Funktürme mindestens zwei Gebiete voneinander entfernt sein müssen. Wo diese Türme auf dem Festland bzw. auf der Insel platziert werden, das kann ich mir aussuchen, hat für mich aber nicht wirklich einen Vorteil, denn um einen Turm zu reparieren, brauche ich Ersatzteile. Das heißt, diese muss ich erst irgendwo finden und dann muss ich zum Turm fahren, um diesen dann zu reparieren. Da ich aber auch nicht weiß, zum Beispiel auf dem Festland, wo das Tunnelteil ist, ist es vollkommen egal, wo ich den Turm platziere. Ich muss dann eh irgendwo noch hinreisen, damit ich dann auch irgendwann zur Insel komme. Und die Militärbasis muss ich. Ja, auch noch finden. Das nützt also auch nichts, wenn ich den Turm jetzt ganz nah am Bulli platziere, weil ich dann dort ganz schnell wieder wegkäme. Ich muss nicht zum Bulli zurück. Und deswegen auf dem Fässern werde ich es so ein bisschen zentral machen und den ersten Funkturm hier drauf platziere. Auf der Insel hingegen soll ich sogar zwei Türme platzieren, aber auch hier ist vollkommen egal, wo ich diese platziere. Ich muss ja eh die Ersatzteile finden und dann zu den Türmen reißen. Deswegen, ich werde mal ein hier platzieren und dann soll ich mindestens zwei Gebiete entfernt einen zweiten plasino, werde ich mal hier an diese Stelle machen. Und ich habe ja schon durchblicken lassen, wenn wir die Türme reparieren wollen, brauchen wir Ersatzteile. Das heißt, wir müssen an Ort und Stelle sein und können dann für eine Aktion einmal Ersatzteile, sofern wir diese auf unserer Hand haben, abgeben, um den Turm zu reparieren. Um die Ersatzteile zu finden, müssen wir jetzt natürlich unser Plünderdeck zusammenstellen. Auch in diesem Szenario werden wir wieder drei verschiedene Suchstapel haben. Einmal für rote, grüne und blaue Gegenstände. Und die passenden Gegenstände sind auf unserer Szenariokarte angegeben und bereits hier in die Stapel hinein sortiert. Ich werde jeden Stapel dann nochmal komplett mischen. In ein paar Gegenstände kommen noch dazu. Die Nahrung habe ich hier noch nicht reingetan, weil diese verschiedene Wertigkeiten haben. Erkennen wir ja hier immer oben rechts drauf. Und dann werde ich jetzt entsprechend der Angabe jetzt verteilen. 3 Karten in den Roten, dann 9 in den Grünen 2, 4, 6, 8, 9, eine ganze Menge bei Grün. Ja, und dann bleiben noch drei übrig und die sollen auch in den blauen. Mehr Nahrung gibt es nicht. Und diese Nahrung ist eigentlich dafür vorgesehen für diese Größe an Szenario. Wir haben jetzt ein doppelt so großes Szenario. Das heißt, ich werde wahrscheinlich Probleme haben hinsichtlich der Nahrung. Und aus diesem Grund wird es nötig sein, ein Backup zu erstellen. Wie das genau aussieht, werde ich euch gleich sagen, wenn wir den Gegnerkartenstapel zusammenstellen. Als nächstes die Munition. Auch hier gibt es verschiedene Werte und da kommt einmal Munition in den Roten, und dann haben wir einmal in den Grünen und dann haben wir noch mal viermal in den Blauen. Zwei, vier in dieses hier hinein. Jetzt habe ich noch vier Munitionskarten übrig. Aufgrund der Größe des Szenarios werde ich mir für jeden Suchstapel noch eine Munitionskarte ergänzend hineinlegen, damit wir halt nicht die Munition ausgeht. Und eine Karte lasse ich übrig, die nehme ich raus aus dem Spiel. Ergänzend werde ich jeden Suchstapel noch um zwei weitere Karten ergänzen. Und zwar einmal. Medizinische Vorräte, einmal das Gegenmittel, einmal noch Ersatzteil, das könnte hilfreich sein, damit ich die Türme schneller reparieren kann. Aber ich werde mir auch etwas anderes noch hineingeben, und zwar dreimal Nieten, also quasi Sachen, die ich dann nichts finden kann. Für die leeren Hände werde ich aber auch noch eine ergänzende Mechanik mit hineinnehmen, werde ich euch jetzt gleich noch zeigen. Und zwar gibt es im Spiel sogenannte Suchsperr. Tokens gibt es drei Stück davon. Und jedes Mal, wenn ich in einem Gebiet suche und finde so eine leere Händekarte, kommt auf das Teil so ein Marker, bedeutet auf diesem Teil kann ich nichts mehr finden. Da es nur drei gibt, aber mehrere von diesen Karten, hat das zur Folge, wenn ich irgendwann mal so eine Karte ziehe und keine Token mehr übrig habe, dann darf ich von irgendeinem anderen Teil vom Spielfeld 1 entfernen und auf das neue platzieren. Somit finde ich im Laufe der Zeit an dem einen oder anderen Ort noch was, was ich vielleicht am Anfang übersehen habe. Doch okay, das zu den Suchkartenstapeln, die werde ich jetzt natürlich in sich noch mal richtig gut mischen und bereitlegen und dann kommen wir noch mal zurück zu den Gegnern, die wir hier in diesem Szenario haben. Stellen wir wie angesprochen den Gegnerkartenstapel zusammen. Ich verwende gemäß des Szenarios die Dinosaurier Apokalypse und wie erwähnt ergänzend auch die Apokalypse des jüngsten Gerichts. Beide Kartenstapel werden jetzt gut zusammengemischt. Die Bosskarten aber noch nicht hinein. Dann habe ich jetzt den Kartenstapel zusammengemischt, wo beide Apokalypsen drin sind. Ich hatte erwähnt gehabt, ich will mir auf alle Fälle ein Backup sichern, da ich sehr wenig Nahrung in diesem Szenario habe. Es gibt die Möglichkeit, dass ihr euch Verbündeten ins Gegnerdeck hineinbringt. Normalerweise für den reinen Solo-Modus gedacht, doch hier in dem Szenario ist es wahrscheinlich nicht verkehrt, wenn man sich ein kleines Backup in Form dieser Verbündeten gibt. Da kann man eine bestimmte Anzahl. Je mehr Verbündeter man hier hineinbringt, desto leichter wird das Spiel. Im Solo-Spiel wird empfohlen 3 bis 6. Ich werde das mal nur auf 2 Verbündete machen. Das heißt, für jeden meiner Überlebenden wäre dann quasi ein Backup. Allerdings muss ich die Verbündeten herausnehmen, welche jetzt hier schon am Spiel dran teilnehmen. Das heißt, Veteran in den verschiedenen Gender-Varianten sowie auch Revolver, halt und Hund kommen nicht zum Tragen als Verbündete, nehme ich raus. Alle anderen Verbündeten, die ihr gegebenenfalls habt, je nachdem welche Version ihr habt, könnt ihr jetzt mischen. Jetzt ziehe ich zwei zufällig, die anderen gehen ungesehen in die Box zurück und dann werden diese beiden Verbündeten jetzt hier. In diesen Kartenstapel hineingemischt. Das ist aber ein Vorteil, wenn ihr diese Karte zieht, habt ihr nämlich die Möglichkeit, diesen anzuheuern. Das machen wir aber erst dann, wenn wir ihn gezogen haben. Jetzt haben wir noch die Bosskarten von der Dinosaurier-Apokalypse und wir haben vom jüngsten Gericht noch die Reiter der Apokalypse. Bei den Reitern der Apokalypse, die kommen alle vier jetzt ins Deck und zwar wie folgt. Es wird jetzt dieser Stapel in acht gleichmäßige aufgeteilt und in jeden Stapel wird ein Reiter quasi hineingemischt. Habe ich nun also vier gleichmäßig große Stapel, wobei die letzten beiden eine Karte weniger haben und jetzt nehme ich diese vier Reiter und platziere hier jeweils einen hinein und mische das ganze noch. Und dann fangen wir von der Unterseite an. Das heißt, das ist der unterste Stapel, dann der nächste, der nächste und dann der letzte. Im schlimmsten Fall kann es jetzt natürlich sein, dass zum Start bereits ein Reiter kommt, ein Boss. Ja, dann muss ich halt damit umgehen. Okay, jetzt habe ich noch die Dinosaurier. Hier sagt das Szenario, ich soll einen nehmen, zufällig. Oh, das ist immer schwer, Mischen bei zwei, schau mal nicht hin. Nehme diesen und dieser kommt in die letzten acht Karten hinein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Unter die acht untersten Karten. Also tatsächlich acht Karten. Und dann mischen wir nochmal durch. Das heißt, den Boss-Dinosaurier, den werden wir... Vielleicht gar nicht sehen, aber vielleicht auch doch, wer weiß. Wir haben aber noch eine zweite Eigenart, mit der wir umgehen müssen. Das sind direkt die Reiter, die jetzt hier in diesem Stapel drin sind. Es ist nämlich so, dass diese Reiter der Apokalypse tatsächlich dann dafür Sorge tragen, dass sie das Spiel beenden können. Sollten alle vier Reiter gleichzeitig im Spiel sein, endet das Spiel sofort mit einer Niederlage. Bedeutet, sollte ich tatsächlich drei Reiter irgendwie bei mir im Spiel haben, sollte ich auf alle Fälle Sorge dafür tragen, diese Reiter auszuschalten, damit nicht alle vier Reiter im Spiel sind. Das Problem dabei ist, die Reiter sind Art Untote. Die gehen ganz normal auf den Ablagestapel, wenn wir sie besiegen. Und sollte unser Nachzugstapel leer sein, müssen wir den Ablagestapel wieder mischen und dann wieder neu bereitlegen. Das heißt, die Reiter könnten dann trotzdem wiederkommen. Aber wir haben ein sehr, sehr dickes Deck dabei. Als ob wir überhaupt so weit kommen. Okay, Gegnerstapel ist somit fertig. Stellen wir als nächstes die Brut zusammen. Das ist etwas, was ihr aus den vorangegangenen Playthroughs noch nicht kennt, weil das eine optionale Regel ist, die ich hier gerne mitverwenden möchte. Das Setup für die Brute wird auf folgende Art und Weise gemacht. Und zwar haben wir diese Token, die hier in diesen Beutel hinein sollen. Und zu Beginn jeder Runde ist es ja so, dass die Überlebenden zwei Würfel werfen müssen, um festzustellen, wo gegebenenfalls die Gegner erscheinen. Diese Würfel werden aber nicht benutzt in dieser Variante, sondern nur die Token. Das heißt, es wird dann immer ein Token gezogen, und je nachdem, welcher Wert herausgezogen wird, dort erscheinen die Monster genauso, wie als ob ihr einen Würfelwurf getätigt habt. Allerdings habt ihr. Diverse Schutzmarker beziehungsweise Hinterhaltmarker, die ihr hier hineinbringen könnt. Je nachdem, wie ihr euren Schwierigkeitsgrad gestalten wollt. Die Schutzmarker entsprechen zum Beispiel den Werte der Sieben, denn keines der Teile in Maximum Apocalypse hat die Sieben. Somit kommen dann keine Monster heraus. Hingegen, die Hinterhaltsmarker sind etwas Besonderes. Die waren über den Würfelwurf immer nur dann als Hinterhalt zu werden, wenn man tatsächlich das Würfelergebnis hat auf dem Feld, wo man sich gerade aufhält. Wenn man dieses Token zieht, dann muss man sofort eine Gegnerkarte ziehen und diese einem selbst zuordnen. Und jetzt habt ihr die Wahl, wie viel Schutzmarker und wie viel Hinterhaltmarker ihr hineinbringen wollt. Ich werde das Ganze mit einem schweren Schwierigkeitsgrad machen, das heißt, drei Schutzmarker kommen hinein, die anderen nehme ich raus und dann werde ich noch zwei Hinterhaltmarker hinzufügen und die restlichen gehen auch aus. Die werden jetzt alle hier in den Sack getan und gut gemischt. Zu guter Letzt und dann sind wir fast fertig mit den Vorbereitungen. Ich werde das Spiel mit dem Tag-Nacht-Rhythmus spielen. Wir starten auf alle Fälle im Tag, deswegen das, was hier drauf ist, vollkommen egal. Wenn dann die erste Runde endet, dann wird die erste Nacht eingeläutet, dann drehe ich diese Karte um, muss den entsprechenden Effekt ausführen und dann gibt es irgendwann am Ende der nächsten Runde die nächste Tagkarte und dann kann es passieren, dass die Gegner sich auch hier auf dem Feld bewegen, aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Und damit sind wir durch. Mit den Spielvorbereitungen ziehen wir nur noch die Starthand mit unseren Überlebenden auf und ordnen jeden unserer Überlebenden auch noch einen Gegner zu, da wir etwas Krach gemacht haben, als wir mit unserem Bully hier auf dem Festland angekommen sind. Hier seht ihr nochmal die Spielermatte für unseren Veteran mit Hund. Er hat auch zwei Charakterkarten und jeder verwaltet seine eigenen Lebenspunkte. Für den Veteran, weil es halt 22 Punkte sind, nehme ich hier dieses Lebensrad, die jetzt hier mit der legendären Box dazugekommen sind, um die Lebenspunkte anzuzeigen. Beim Hund werde ich das ganz normal mit den entsprechenden Schadenstokens machen. Hinsichtlich des Hungertracks. Wir werden nur einen Würfel benutzen, auch wenn wir eigentlich zwei Charaktere haben. Sie teilen sich aber also. Das heißt, sie haben immer den gleichen Hunger und werden auch entsprechend den gleichen Schaden bekommen, wenn sie dann zu viel Hunger haben. Aber jetzt zu Beginn erstmal startend bei der Eins. Und wir ziehen die ersten vier Karten und hätten jetzt die Möglichkeit für einen maligen. Das heißt, wir können bis zu vier Karten wieder ablegen, vier neue ziehen und dann den Rest wieder einmischen. Ich denke mal, bei dieser Staten, die ist nicht schlecht. Ich denke mal, verdammtes Pack werde ich nicht benötigen. Hat nämlich zur Eigenart, falls der Hund tot ist, dass wir diesen Effekt bekommen. Aber unser Hund lebt ja noch und das soll auch so bleiben. Ach, wir haben das Gleiche nochmal gezogen. Aber okay. Wir mischen jetzt diese Karte, die wir nicht haben wollten und dafür die gleiche bekommen haben, wieder hinein. Und damit sind wir durch. Ziehen wir noch einen Gegner vom Gegnerkartenstapel und da bekommen wir einen Raptor zugeordnet. Gleiches bei Red, auch hier ihre Charakterkarte, ihr Nachzugstabe, 26 Lebenspunkte und auch hier startet der Hunger bei 1. Und wir ziehen die ersten vier Karten. Ich habe mit beiden Charakteren noch nie gespielt. Mal sehen, ob ich damit gut klarkomme. Erstmal kurz einen Blick über die erste Kartenhand werfen. Das Ganze reflektiert ein klein wenig. Mal sehen, ob ich das ein bisschen kompensieren kann. So, Ja, ich denke mal, so kann man es besser lesen. Ich denke mal, hier den Schnellschuss werde ich noch nicht verwenden. Und den Hut, in der Hoffnung, dass ich eine Waffe bekomme. Äh, nicht wirklich. Und ja, da haben wir Waffen. Das ist auf alle Fälle das Richtige für Red. Und dann mischen wir diese Karte hier wieder hinein. Und ziehen auch für sie noch einen Gegner. Und da bekommen wir einen kleinen Dämon. Der Spielaufbau ist abgeschlossen. Wir müssen nur noch einen Startspieler festlegen und das wird bei mir der Veteran sein. Bedeutet, er wird jetzt den ersten Zug haben. Die Zugabfolge, die kennt ihr bereits aus den anderen Playthroughs. Wir fangen an mit Phase 1 der Brut. Normal wäre es so, dass wir jetzt die zwei schwarzen Würfel nehmen, diese werfen und das Ergebnis dann überprüfen mit den Teilen, die wir hier offen liegen haben und wäre da so ein Symbol passend zum Würfel. Dann wird an dieser Stelle ein Monster erscheinen. Da ich mit der Token-Variante spiele, werde ich nicht würfeln, sondern ein Token aus diesem Sack ziehen. Und je nachdem, was wir jetzt hier herausziehen, müssen wir mit der entsprechenden Zahl dann umgehen. Dann haben wir hier okay eine 9? Überprüfen wir, wir haben beim Bully eine 6. Und wir haben hier unten beim Tunnel eine 10, somit nicht passend. Zieht ihr Token aus dem Beutel, die keine Brut auslösen, also kein Monster-Token erscheint irgendwo, werden diese erstmal zur Seite gelegt. Bis wenn ihr irgendwann einmal eine Brut entstehen lassen müsst, dann kommen alle Token, die ihr bis dato zur Seite gelegt habt, einschließlich des Token, was ihr gezogen habt, dann wieder in den Beutel, so dass dann wieder die Quelle komplett ist. Noch zum Glück hier nichts passiert, heißt dieses Token geht erstmal zur Seite. Nächster Schritt: Wir ziehen eine neue Karte nach und wir kommen fast mittlere Reichweite. Falls der Hund lebt, füge bis zu drei Zielen in Reichweite. Je drei Schaden zu. So, könnte mal helfen, wenn wir mehrere Ziele haben. Zurzeit haben wir nur den Raptor und bei Red den Dämon. Der Raptor macht mir ein wenig Kopfzerbrechen. Der ist sehr unangenehm. Er fügt nämlich allen Nicht-Raptoren den entsprechenden Schaden in Höhe von vier zu. Das heißt, wenn dieser angreift, würde der auf kurze Reichweite, also auf unserem Feld, unseren Veteranen treffen, unseren Hund und gegebenenfalls auch Red, falls wir uns dann immer noch mit ihr auf einem Feld aufhalten. Halten. Allerdings können wir dies auch nutzen, um Gegner mit angreifen zu lassen, denn alles, was nicht Raptor ist, und das würde zum Beispiel auch den Dämon treffen, würde auch vom Raptor angegriffen werden. Aber ich denke mal, der Fokus sollte eher darauf sein, diesen wegzumachen, damit ihr halt nicht so viel Schaden an all unseren Charakteren macht. Und deswegen wird meine erste Aktion sein, ich werde hier mal diese Waffe anlegen. Und diese werde ich gleich fast leer schießen. Ich werde nämlich die zweite Aktion dafür verwenden, um einmal auf diesen Raptor zu feuern. Macht drei Schaden, werde aber gleichzeitig noch eine Munition verwenden, um auf ein anderes Ziel in dieser Reichweite zu feuern. Und das wird der Dämon sein. Somit auf diesen auch drei Schaden von 13. Und nun habe ich noch zwei Aktionssteine übrig. Ich kann das Doppelfeuer leider nicht auf dasselbe Ziel machen, sonst wäre es jetzt schön gewesen, nochmal zwei Patronen aufzuwenden, um direkt nochmal sechs Schaden zu machen. Dann wäre er komplett weg. Aber ich kann es dennoch machen, muss halt nur mehr Aktionen für aufwenden. Deswegen, ja, ich werde das so spielen. Das heißt, die Aktion wird nochmal die Verwendung von einmal Munition sein und die letzte Aktion auch nochmal einmal Munition. Somit halte die sechs Schaden, die ausreichend sind. Diese neuen zu erreichen um den Raptor zu besiegen. Immerhin sind wir schadlos. Okay, Munition fast aufgebraucht, aber vollkommen egal. Ich hätte nun die Möglichkeit, freie Aktionen auch noch zu spielen. Das heißt, zum Beispiel zwei Karten ablegen und eine neue nachziehen. Aber ich denke mal, ich lasse das so wie das Ganze ist. Auch tauschen muss ich nichts, habe ja nichts zum Tauschen, habe ja auch noch nichts gefunden. Kommen wir zu den Endeffekten von den äh, Teils, aber da sind wir momentan ja nur bei unserem Bully und da müssen wir nichts ausführen. Somit erhöhen wir nun den Hunger von 1 auf 2 und das gilt gleichermaßen für Veteranen. Und Hund. Als nächstes würden jetzt die zugeordneten Gegner angreifen. Ja, da ist nichts mehr. Den Raptor haben wir weggeschossen. Gott sei Dank. Somit kein Schaden, der irgendwie verteilt wird auf irgendwelche Leute von uns. Und damit endet schon dieser Zug. Wir könnten jetzt noch die Siegbedingungen überprüfen. Da würde ich jetzt mal drauf verzichten. Die sind noch in weiter Ferne. Wir müssen halt, wie gesagt, drei Funktürme reparieren und dann zur Militärbasis zurückkehren. Als nächstes ist Red an der Reihe. Auch sie beginnt ganz normal mit der Brutphase. Wir werden auch hier wieder ein Token ziehen. Und wir haben, das ist, oh, dachte schon, eine 6. Nein, es ist eine 9. Eine 9 haben wir nicht dabei. Dieses Token geht zur Seite ziehen wir noch eine Karte für Red nach und wir haben uh, eine Schrotflinte, mittlere Reichweite, füge ein Ziel, zwei Schaden zu, okay, das ist nicht so stark, aber, so wie allen Gegnern, vor dir einen Schaden, also wenn ich ganz viele Gegner habe, treffe ich die alle, zwar nur mit einem Schaden, allerdings in Kombination mit ihrer Charakterfähigkeit, welche sämtlichen Schaden um 2 erhöht, könnte das sehr, sehr effektiv sein. Doch jetzt in dem Moment wahrscheinlich eher weniger attraktiv für mich. Ich werde meine erste Aktion dafür verwenden, um die Zwillinge anzulegen vier schuss sind drin zwei werde ich jetzt gleich verdonnern doch vorher werde ich ihre charakterfähigkeit für meine zweite aktion anwenden und diese besagt dass sämtlicher schaden den sie anrichtet um zwei erhöht wird allerdings sämtlicher schaden den sie erleidet auch um zwei erhöht wird. Und das bis zu ihrem nächsten Zug. Das heißt also, selbst wenn andere Überlebende noch dran sind und deren Gegner greifen uns dann vielleicht an, dann wird auch der Schaden erhöht. Man muss also genau aufpassen, wann man diese Fähigkeit einsetzt. Noch jetzt denke und hoffe ich mal, dass das Ganze gut geht. Und deswegen werde ich nochmal zweimal Jetzt diese Waffe aktivieren, jeweils ein Schuss. Ein weiteres Ziel habe ich leider nicht, ich muss immer auf dasselbe feuern, deswegen eine extra Aktion. Und dann bekommen wir einmal einen drei 3-Schaden. Plus 2 sind also 5 je Schuss. Also in Summe 10 Schaden. Drei sind schon drauf. Und somit sind das die 13, um diesen Raptor wegzumachen. Sehr cool, da haben wir uns zwar jetzt überhaupt nicht bewegt mit unseren ganzen Überlebenden, aber wir konnten uns den Gegnern entledigen. Endeffekte haben wir nicht. Hunger steigt für Red auf 2. Danach würden die Gegner angreifen. Wir haben keine Gegner. Sehr schön. Und damit endet schon diese Runde. Am Ende jeder Runde, wenn alle Überlebenden an der Reihe waren, beginnt entweder ein neuer Tag oder eine neue Nacht, falls ihr mit dem Tag-Nacht-Zyklus spielt. Ich mache das ja und habe mit dem Tag gestartet. Heißt, jetzt bricht die Nacht an. Bedeutet, ich werde diese Tagkarte umdrehen und den entsprechenden. Effekt abhandeln. Ja, eingeschneit. In dieser Runde könnte die Bewegungsaktion nicht ausführen. Eigentlich das, was ich vorgehabt habe, nun endlich in die Lande hinauszuziehen, um zu suchen, wo die Funktürme sind beziehungsweise die Ersatzteile. Dafür kann ich das nicht. Na okay, dann muss ich mir die Zeit auf andere Weise vertreiben. Und da das Ganze jetzt so schnell vonstatten ging und auch in dieser Runde nicht allzu viel passieren wird, würde ich sagen, schaffen wir noch eine Runde und starten nochmal mit dem Veteran. Das heißt, wir versuchen keine Monster entstehen zu lassen. Mal sehen, welches Token wir bekommen. Wir haben eine 8, okay? Können wir zur Seite legen. Als nächstes eine Karte. Ich hoffe ein wenig auf Ausrüstung, damit ich diese anlegen kann. Ach leider, nein. Das ist nicht gut. Das Problem, was ich nämlich jetzt habe, ist, ich muss Aktionen durchführen. Ich kann keine meiner vier Aktionen verfallen lassen. Und da ich nicht allzu viel machen kann, ich habe nichts zum Angreifen, auch die Aktionen, ja, die eine oder andere, kann ich vielleicht anwenden. Ne? Aber ich werde wahrscheinlich meine Aktion dafür verbrauchen, um Karte nachzudienen. Das ist erstmal nicht schlecht, neue Karten zu haben. Problem ist halt nur, wenn dieses Deck leer ist, stirbt mein Charakter und dann war's das. Die Holzkarte ist sehr cool. Können wir nämlich drei Suchkarten ziehen, eine uns aussuchen und zwei ablegen. Das Problem ist das Ablegen. Dafür muss ich wahrscheinlich irgendwelche anderen schönen Sachen weglegen. Und vielleicht ist da was dabei, was ich nicht unbedingt weggeben möchte. Ach, wer weiß. Ich werde erstmal für meine erste Aktion Traue seinem Instinkt spielen. Ich darf jetzt zwei beliebige Gebiete mir aussuchen und diese einfach aufdecken, ohne ihren Aufdeckeffekt auszuführen. Beim Aufdecken auf diese Art und Weise kann man jetzt natürlich zwei Taktiken verfolgen. Entweder ganz nah am Bulli, damit man halt ungehindert weiß, wohin man ziehen kann. Andersherum sollte man vielleicht auch die Sachen erkunden, wo man nicht. Bestrebt es hinzugehen. Zum Beispiel hier oben in der Ecke. Vielleicht ist ja genau dort das Gebiet, wo wir hin müssen. Das Krankenhaus oder die Militärbasis. Und ansonsten würde ich erstmal hier alles absuchen. Und wenn ich das tatsächlich dort hinten finde, dann spare ich mir die ganze Sucherei. No. Deswegen, ich werde mal hier hinten anfangen. Und wir haben einen Altar. Lege drei Gegnermarker auf dieses Gebiet. Wäre der Aufdecken-Effekt sehr cool brauchen wir uns nicht drum sorgen, denn dieser Aufdeckeffekt wird ignoriert. Nachteil jetzt natürlich ist, die ganzen Brutsymbole werden aufgedeckt. Heißt hier und da könnten jetzt dann auch mehr Monster kommen. Und decken wir noch eins? Auf. Machen wir gleich daneben. Mal sehen, was wir hier haben. Wir haben eine Oase. Am Zugende, wenn wir uns hier aufhalten, senke deinen Hunger um eins. Okay, könnte hilfreich sein, gerade wenn wir dann sehr am Verhungern sind, um dann wieder die Karte umzudrehen, um keinen Schaden zu erleiden. Schöne Karte hat auf alle Fälle geholfen, dass ich den Altar ohne irgendwelche Konsequenzen aufdecken konnte. Ja, jetzt habe ich immer noch drei Aktionen, die ich verbrauchen muss. Ja, eine muss ich auf alle Fälle mal nachziehen. Vielleicht kriege ich ja Ausrüstung. Ach, wieder nicht. Ausschalten, ja, es ist niemand da zum Ausschalten, aber was soll's, nützt ja nichts. Ich muss weiterziehen. Ich denke mal, Holz werde ich als letztes jetzt nehmen, falls jetzt hier nichts passendes dabei ist. Ah, wir haben was zum Ausrüsten. Große Reichweite. Ja, das lege ich auf alle Fälle an. Schieb mir mal die hier rüber. Und die legen wir hier an für unsere letzte Aktion. Vier Schuss sind nun drin. Alle meine Aktionen verbraucht. Wir haben keine Endeffekte. Hunger steigt um eins Ach, auf drei. Wir haben nichts zu essen. Ich muss jetzt auf alle Fälle wegkommen. Zum Glück mit dem anstehenden Tageffekte geht der Schnee wieder weg und ich kann mich dann bewegen. Gegner haben wir auch keine, die uns angreifen. Und damit endet hier der Zug des Veteranen. Red ist an der Reihe. Wir haben zweimal die sechs, einmal die zehn, einmal die elf. Mal sehen, ob wir ein Monster bekommen. Wir haben die acht. Das ist kein Monster, können wir auch dieses Token zur Seite legen. Neue Karte auch für Red. Linke Haken, drei Schaden und Betäubung. Betäubung ist in diesem Szenario auch sehr wichtig. Ich komme da noch mal drauf zu sprechen, wenn wir dann die ersten speziellen Dinosaurier haben. Auch mit ihr habe ich das Problem, dass ich keine Bewegungsaktion durchführen kann. Allerdings kann ich Kartenaktionen spielen, die mir eine Bewegung geben. Aber als erstes werde ich erstmal diesen Tarnmantel anlegen. Kostet in die erste Aktion. Und dann möchte ich gern Sprint spielen. Und dies erlaubt mir, mich bis zu drei Gebiete weit zu bewegen und dann noch eine Karte zu ziehen. Aber das ist keine Bewegungsaktion, das ist eine Kartenaktion und deswegen darf ich sie spielen. Die Bewegung jetzt über diese Karte wird aber ganz normal durchgeführt. Allerdings kann ich das halt bis zu drei Gebiete weit machen, muss aber jedes einzelne Gebiet auch aufdecken, wenn ich mich drauf bewege. Muss aber nicht drei Gebiete weit laufen. Ich kann auch vorher aufhören, wenn ich sage, okay, das reicht mir, wenn ich zum Beispiel schon ganz viele Gegner an der Backe habe. Aber ich werde mal gucken, ich werde mal hier runter gehen. Mal sehen, was ich hier entdecke. Ja. Wir haben das Gefängnis entdeckt und das war's schon mal mit meiner Spritztour, die ich jetzt eigentlich vorhatte. Denn der Aufdeckeffekt dieses Gefängnis sagt, mein Zug endet an dieser Stelle. Das heißt, ich kann mich auch nicht mehr weiter bewegen und meine restlichen Aktionen verfallen. Allerdings, und das ist das Positive, ich kann dann später hier im Gefängnis nach jedem Gegenstandstyp suchen. Wenn ich aber hier drauf trete, verliere ich eine Aktion. Wenn ich aber drauf starte, so wie jetzt mit Red, hat das natürlich was Positives. Deswegen, ich werde schon wahrscheinlich hier im nächsten Zug mit ihr suchen. Da bin ich ganz froh, dass ich den Tarnmandel noch vorher angelegt habe, sonst wäre mir die Aktion ja auch noch flöten gegangen, um diesen anzulegen. Ja, somit sind jetzt nur die zwei Futsch und mein Zug endet. Irgendwelche Endeffekte haben wir nicht, die wir ausführen müssen. Hunger steigt auf drei und Gegner sind auch keine da die uns angreifen. Und damit endet schon wieder die nächste Runde. Rundenende bedeutet für uns Wechsel von der Nacht zum hellen Tag. Und da nehme ich einfach wieder diesen Trenner hier runter. Und dieser zeigt mir jetzt an, falls wir Gegner-Tokens auf unserem Spielfeld haben, würden die sich jetzt alle in südlicher Richtung bewegen. Wir haben aber keinen, deswegen kann ich den Effekt ignorieren. Dann nehme ich schon wieder die Karte und stecke sie einfach unter diese karte, damit ich beim nächsten mal, wenn ich diese karte wegnehme, mich nicht spoilere, was am nächsten tag passiert. Liebe Freunde von Maximum Apocalypse und hier endet die heutige Ausgabe. Das nächste Mal werden wir natürlich tiefer ins Festland und vielleicht sogar auf die Insel vorstoßen, um nach Ersatzteilen zu suchen, die uns helfen, hier die Funktürme in Gang zu setzen und des Weiteren müssen wir auch noch die Militärbasis finden, damit wir uns zum Schluss zurückziehen können. Noch ist es relativ ruhig. Die anfänglichen Unwegsamkeiten in Form eines Raptors und eines Dämons konnten wir meistern, ohne Schaden konnten wir uns diese entlegen. Allerdings haben wir eine ganze Weile hinten an unseren Bulli festgehangen und unser Hunger steigt nach und nach. Und wir haben noch nichts gefunden. Wir haben bisher einen Ort, das Gefängnis, nicht unbedingt das passende, um da sehr oft hinzugehen, um irgendwas zu suchen. Wir müssen weiter vorstoßen. Wir müssen auf alle Fälle, ich denke mal, zum Turm erstmal gehen, auf dem Weg aufdecken, was wir so finden. Vielleicht haben wir ja Glück, dass wir zwischendurch ein paar Ersatzteile finden. Vielleicht den Tunnelzugang, damit wir zur Insel kommen. Vielleicht auch das Krankenhaus, damit damit wir uns zwischendurch heilen können. Also es sind viele Orte hier dabei, die uns helfen können. Es sind aber auch einige Orte dabei, die auf alle Fälle nicht günstig sind. Es bleibt also spannend, mal sehen, wie es das nächste Mal weitergeht. Ich hoffe natürlich, dass ihr dann wieder mit dabei seid, dass ihr ein wenig Spaß an dieser Reihe habt. Wenn ja, hinterlasst mir doch einfach einen Daumen nach oben. Empfehlt mich weiter, abonniert den Kanal, das hilft mir immer und dann wünsche ich euch alles Gute. Habt Spaß am Spiel. Bis zum nächsten Mal. Euer Genu.